Ja, hallo und guten Morgen zusammen. Ja, das heutige Thema ist innere Führung. Darüber möchte ich gerne ein bisschen sprechen. So gesehen ja auch spirituelles Malen. Und das Video ist aufgeteilt in Abstrakt, dann ein bisschen Natur und zum Abschluss Aquarell. Ja, die Frage ist natürlich, was bedeutet überhaupt die innere Führung? Ja, für mich, ich kann es natürlich jetzt auch nur für mich erklären oder versuchsweise erklären. Es bedeutet, dass ich Dinge weiß, also ein inneres Wissen, ohne zu wissen, woher ich es weiß. Na, das ist so, man sagt ja auch gern Bauchentscheidung, Herz, dem Herz folgen. Und gerade im spirituellen Malen oder im heilsamen Malen kann man das unglaublich gut üben und fühlen. Denn die innere Führung hat viel mit Führung, also mit Fühlen. Also was rede ich denn? Naja, es ist morgen. Mit Fühlen zu tun, ja. Wenn ich mich nicht fühle, wenn ich Dinge nicht erfühle, tue ich mir auch schwer, die innere Führung zu hören oder zu spüren. Und hier sieht man es, also das Video, die Kamera lief, während ich dieses Bild, dieses abstrakte Bild malte, lief einfach im Hintergrund. Und ich sehe auch, dass ich da manchmal spreche, ich weiß gar nicht, mit wem ich da spreche. Während des Malprozesses bin ich oft total versunken und spreche dann ja mit den Bildern, mit meiner höheren Macht, mit meiner inneren Führung. Ich bitte dann auch manchmal um Unterstützung, wie geht's weiter. Und das Schöne am abstrakten Malen ist, entscheide über die Farben, entscheide intuitiv, ohne groß nachzudenken, über deine Bildgröße. Ja, ist es ein kleines Bild, eine kleine Leinwand? Ist es eine große Leinwand? Brauchst du die ganze Wand? Dann fühl mal rein, ob es morgens anders ist als abends. Das ist auch spannend. Ja? Morgens bevorzuge ich eher ein kleines Blatt. Abends ist für mich so Freiraum, oh, endlich loslassen, ne? Zuhören. Weil zuhören, sich selber zuhören, ist auch wichtig. Also ich muss ja die innere Führung als, ich muss ja, oder das kann sein, als Bilder oder Bücher kommen zu dir. Ich muss es ja irgendwie wahrnehmen. Ja, und das passiert häufig über die Stille, abendliche Stille, zuhören, malen und zuhören. Ja, und fühl mal rein. Ist auch Tagesform abhängig. Ja, es ist oftmals ein Unterschied zwischen morgens und abends, mittags und nachts. Horch mal in dich. Ja, jetzt sind wir hier in der Hochrhön zum Beispiel. Ja, die Natur bietet sich natürlich super an. Und ein weiterer Punkt, um den Zugang zur inneren Stimme zu finden, oder Führung, ist ja auch Führung, ist natürlich die Natur, such dir deinen Lieblingsbaum, das ist zum Beispiel meiner. Und versuch mit deinem Baum mal in Kontakt zu treten. Ja, zurück im Atelier, hier geht es weiter an dem Bild. Und hier ist es jetzt so, dass ich so langsam, wir sind ja beim Fühlen, mich reinfühlen, reinfühle, welche Farben, welche Formen
sind gerade, sind im Moment für mich wichtig. Weil das hat auch was mit innerer Führung zu tun. Ich lasse mich führen. Ich male dieses Bild und lasse mich führen. Fühlen und führen. Ja, und das war mir jetzt wichtig, das wollte ich gern mit reinnehmen. Du hast immer die Möglichkeit zu zeichnen, zu dir zu finden. Das ist jetzt in Spanien zum Beispiel vom vorletzten Jahr. Ich habe immer einen Skizzenblock dabei, ein paar Aquarellstifte. Also du siehst, es geht immer. Und hier sind wir wieder, Entschuldigung, diese schnellen Bildwechsel, aber Einstellungswechsel, aber ansonsten würde das Video zu lange dauern. Ja, hier sind wir jetzt tatsächlich, es ist das Anfangsbild. Und jetzt gibt es nochmal einen kurzen Wechsel, einfach um auch zu zeigen, Aquarell. Aquarell bietet sich unglaublich gut an, um zu spüren, zu fühlen, und zu horchen. Ja, Aquarell fließt. Also jetzt hier im Augenblick weniger, weil ich da ja schon mehr zum Abschluss komme von diesem Teilabschnitt, von diesem Bildchen. Aber Aquarell ist mit viel Wasser, also fließen im Fluss des Lebens. Da kann man eine ganze Menge lernen und zuhören. Also fühlen und sich führen lassen. Herrlich. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß beim Fühlen.